ET? Wie? So, Bums. So, ein bisschen Muni haben wir geholt. Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt erstmal nach Hause, was wir auch machen sollen. Wo ist denn unser Auto hin? Das haben wir hier geparkt, ja, okay. So wie sie es gehört. Steig mal ein, bitte. So, dann lassen wir wieder nach Hause. Das ist ja ganz schön weit. Das ist ganz schön weit. Haben wir denn da zwischendurch noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, ja gut, dann machen wir mal schnell dahin. Haben wir ein schnelles Auto. Alter, ich liebe diesen. Das ist jetzt, glaube ich, diesmal ist es ein Sonnenuntergang. Wir hatten jetzt ganz Tag gehabt. Jetzt wieder nach rechts. Alter, was will denn das sein jetzt? Wir haben da gerade mit ihm gequatscht, oder? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ja, das war da abzusehen. Das war da abzusehen. Der bereitet uns nur Probleme hier, der gute andere, wo ich mal den Namen nicht weiß. Na ja, gut, machen wir erstmal jetzt hierher und gucken mal. Finde einen Weg ins Haus. Kann ich hier einfach rüberklettern? Ja, das war leicht. Drücke L um, ja gut, das habe ich ja die ganze Zeit gemacht, dann machen wir es jetzt auch mal an, wo wir es brauchen. Schalt den Garten aus. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Ja, danke. Der hört ja sowieso gerade nichts mit diesem Teil. Die sind mal übelst nervig, die Dinger, ey. Ganz ehrlich, ihr kennt das so bestimmt auch, wenn man das Fenster offen hat. Und wir haben halt auch vom Haus, habe ich halt eine Wiese vor der Wohnung. Oder beziehungsweise viele Bäume, wenn die da irgendwas hier rumpusten. So, wenn du unbewaffnet bist, schleiche dich von hinten an deinen Gegner an, während du LT gedrückt hältst. Drücke dann B, um die Brust zu schlagen. LT? B. So, Bums. Schön! Können wir das Ding aufheben? Können wir den noch ein bisschen wegpusten? Ne, geht leider nicht, ne? Ah, die Mütze hier, nimm doch mal die Mütze mit. Ist bestimmt auch so 10 Dollar wert oder so. Na gut, so, nu? Müssen wir in die Garage rein. Guck mal, der kann sogar auf Hecken laufen. Fliegengewicht. So, auf damit. Geht doch nicht hin. Da müssen wir anders reinkommen. Machen wir Schleichen wieder aus. Okay. Müssen wir irgendwie im Weg rein? Nein, schleich mal vorsichtshalber noch ein bisschen hier. Ganz ruhig. Ich würde fast sagen, wir können ja durch die Scheibe durch. Oder steht die Glastür da. Ich gehe aber erstmal in den Pool rein. Das erste Mal, dass wir in GTA 5 jetzt hier Wasser berühren. Und das erste Mal in GTA 5, dass wir schwimmen. Und er kann sogar schwimmen, großartig. Na schön. Kann man nicht auch einen Körper irgendwie reinmachen? Da ist wahrscheinlich das Wasser nicht tief genug. Lass mal lieber. Gerade so und mit Klatze tut das ja doppelt weh. So, geht auch nicht rauf. Ich habe ja nur Angst, wenn ich dagegen haue, geht der Alarm wahrscheinlich an. Das ist ja bestimmt so ein Haus, wo das Alarm gesichert ist. Geht auch nicht rauf. Drücke X, um über das Auto auf das Dach zu klettern, um das Fenster zu erreichen. Okay. Ah, das Auto meint die. That's just because you have a massive gaper, bitch! You fucking homo, you're dead! Dad! He said I had a massive! Jimmy called me a bitch! Alter. Dann machen wir rein hier, ganz ruhig. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Gib mir Mühe. So. Ja, man sieht es ja hier auf dem Radar. Also da sind ja nur zwei Leute und die haben wir gerade abgehangen. Blaue Geräuschmarkierung auf dem Radar zeigt dir an, wie laut du bist. Okay. Meinen die jetzt das, unten das blaue Ding, oder was?
So, ich muss jetzt irgendwie wahrscheinlich in die Garage reinkommen, hä? You're a real pro, Mrs. DeSanta. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt hier links wahrscheinlich. So. Und jetzt. Wir sollen noch das Auto mitnehmen, ne? So, bring das Auto zum Autohaus. Aber schön, wie die Garage dann jetzt aufgeht. Ich hätte die eigentlich lieber durchfahren, das wäre cooler gewesen. So, müssen wir erstmal jetzt hier wieder rauskommen. Ja, die denken wahrscheinlich, dass hier der Besitzer drin sitzt. Sind zwar keine verdunkelten Scheiben oder so, aber naja, gut. So, dann wieder zum Simon wahrscheinlich. Hey, aufpassen. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So, aber schon, der Tag ist ja bald vorbei, ist ja schon dunkel, also. That's a 9mm semi-automatic, pushed against Alter! His skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man, this was a repo job. Michael! Down behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives ich hab zwar gerade eine Knarre am Kopf, aber ich freue mich gerade über zum Michael zu sehen, Leute. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Hey, man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. Hat er noch was zu sagen? Guck mal, Leute, der Michael, das ist der Michael, ja. Hätte man ja vielleicht sogar von selber draufkommen können, weil das war ja schon eine ziemliche Villa gewesen und so, aber ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Also, könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr das jetzt erwartet hättet. Ich nicht. Cool gemacht auf jeden Fall. Eine große Überraschung. So, na gut, dann machen wir das mal. Packen wir mal hier. That the place? Yeah, that's the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Oh, fuck my life, ja, also der Franklin hatte wirklich kein Glück. So, drücke B, um die Kamera auf das Fenster zu fokussieren. Okay. Do it. Sehen wir nächstes Mal hin müssen. Sehe ich aber auch an dem Punkt. Ich glaube, ich mache das mal wieder weg. So. Und jetzt. Hat durch das A, durch das. Okay, okay, rechts hier. Muss ich rein, das Fenster. So. Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Alter, wir sind jetzt Michael, halte LT gedrückt, um ein Ziel zu erfassen. Drücke B, um zu schlagen. A zu treten. Moment. LT. So. Ey. Dreh dich doch mal. Okay, ganz gut, wir gehen erstmal weg hier. Ich muss jetzt mal in Ruhe. LT oder LB? LT war es doch gewesen. Aber wir müssen gedrückt halten, alles klar. So, probieren wir es nochmal. Wo ist ein Blocken? Das ist Schlagen, das ist Treten. Ah, okay, und das ist Ausweichen. Gut. Ja, dann hauen wir mal weg hier. Wisst ihr, tut er mir ja leid, weil ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Der ist halt, ja, ein bisschen, ne? Aber der ist eigentlich ganz nett immer gewesen. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. Au. I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Ja. Ja, gut, er war nett gewesen, aber irgendwie hatte er auch recht, der Michael.
So ein bisschen Schleimsack-mäßig halt, ja. So bestanden Komplikationen 67%. Ich würde gerne mal Gold schaffen. Ja, hat man auch wieder ein bisschen wieder Spielwert. Du kommst, da kommst du nicht ran, haben wir nicht geschafft. Und Nickerchen im Grün haben wir aber geschafft, immerhin. Schön. Ja, wahrscheinlich, weil wir es geschafft haben, den Gärtner da auszuschalten und der hat uns nicht gemerkt oder so. Es ist jetzt möglich zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte, ja gut. Geil, cool. Das freut mich auf jeden Fall. Also den haben wir schon mal. Mal gucken, wie wir dann noch einen Trevor kennenlernen. Das würde mich dann auch mal interessieren. Wahrscheinlich wird das dann irgendwie über Michael ablaufen, weil die kennen sich ja schon. Und ich freue mich ja auf den Trevor wirklich am meisten. Weil es einfach mal total die verrückte Sau ist, oder die verrückte Socke, ich weiß es nicht. Kann man noch ein Asozial dazwischen schieben, wahrscheinlich, das Adjektiv. So, gut, gucken wir mal, wir haben jetzt ja bestimmt wieder ein paar neue Sachen mit dem. Eigentlich müsste ich mit dem erstmal zum Friseur gehen und dem erstmal einen spartanischen Bart geben, aber da muss man dann mal gucken, ob das überhaupt hier geht mit dem. Fremde und Freaks haben wir hier. Und Michael könnte mal nach Hause fahren. Und die haben auch noch was. Ja, machen wir das mal hier hin, da sind wir in der Nähe. So. Ich pack mal eben das Handy aus. Ich will mal gucken, was es hier noch alles gibt. Kontakte, Schnellspeichern, Internet, Kontakte, Einstellung, Checkliste, SMS, E-Mail. Ja, okay. Können wir die E-Mail noch hier gucken. Dr. Friedlander. Ja, das ist bestimmt der Psychologe hier, mit dem wir hier ganzen ersten Folge war das gewesen, hier gequatscht hatten. Und es ist 0 Uhr gerade. Fortschritt und es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Ja, die geht wieder so lange, könnt ihr euch dann auch selber durchlesen. Der Tenor ist wahrscheinlich wieder, ja, es wird alles besser und immer schön vorbeikommen und immer mir schön Knete geben. Das wird schon irgendwie, man hat ja gerade gesehen, wie es hilft. So vor 5 Minuten ungefähr. Und den Bus wollte ich auch gerne mal fahren. Was? Amanda, Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung. Ah, ein Golfplatz oder wie? Gucken wir nochmal ganz kurz. Benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Ist das, wer ist denn das, die Amanda? Nicht die Tochter, oder? Die Frau wahrscheinlich. Ja, das wird die Frau sein. Trainer nimmt mich sehr hart ran, ja, kann ich mir so denken, wie das abläuft. Also können wir mit dir noch Golfball, sag ich, und Golf spielen gehen, okay, aber das will ich erstmal noch nicht, das machen wir später alles. Ich will jetzt erstmal mit dem noch wenigstens erstmal eine Mission machen und dann gehen wir vielleicht mal Golf spielen oder so. Und dann gucken wir mal, ob wir denen auch einen spartanischen Bart geben können. Karte bitte, haben wir schon markiert, okay, dann schnappen wir uns mal schnell ein Auto, legen wir das Handy bitte wieder weg. Da vorne kommt eins. Aber ich würde das mal ganz kurz eben testen hier mit dem Wechseln jetzt, wie das rüberkommt. Ob das wirklich so ist wie in dem Trailer, dass das von oben so... Moment. So. Ah cool, da können wir gleich mal vergleichen hier. Spezialfähigkeit, Ausdauer, Schießen. Boah, der ist richtig gut im Schießen. Schleichen ist auch mit Abstand besser. Also der hier ist wirklich besser geeignet, also der Franklin ist wirklich besser geeignet fürs Fahren und so, wie es aussieht. Es wird dann immer so der Fahrer sein, wobei mit der Zeit entwickeln sich die Skills ja dann auch. Ich will einmal wechseln und gucken, wie das jetzt ist hier. Machen wir mal. Yeah. Das ist wie im Trailer, Leute. Das ist richtig cool. So, nu. Geht's jetzt hier? Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Manche Missionen können nur von bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michael Mission, grüne Buchstaben für Franklin Mission. Okay, naja, dann machen wir halt erstmal noch mit einem. Ah, nee, wir haben jetzt genug eigentlich Franklin gehabt. Für zum Michael. Erstmal. So. Können wir uns das nochmal angucken hier. Gefällt mir auf jeden Fall, gefällt mir. Und gerade später dann, wenn man sich dann wirklich in irgendwelchen abgefuckten Situationen wiederfindet, da war ja in der Trailer die Szene, wo man dann zum Trevor kam und der gerade mit in so einer Verfolgungsjagd war und so. Also gerade beim Trevor wird das bestimmt sehr interessant. Ich hoffe, dass wir den bald finden, weil mit dem würde ich dann erstmal bevorzugt spielen, denke ich. So, wir brauchen jetzt erstmal ein Auto hier. Auto, hier ist eins. Es war eine Schrottkarre, aber nehmen wir einfach mal jetzt. Get the fuck out of here. Raus mit dir. So. Ich werde aber den Shop jetzt erstmal ein bisschen vermissen. Den habe ich ja wirklich lieb geworden in der einen Mission. Sorry. Watch the fuck out, will ya?
Könnt ihr einfach hier lang fahren? Doch nicht. Damn! Ja, das habe ich mir auch gedacht. Doh! Ja, aber wieso? Ne, ich könnte einfach hinlaufen eigentlich. Ich laufe jetzt einfach hin, Leute. Ich laufe da jetzt einfach hin. Und jetzt wird wenigstens nicht willkürlich auf uns geschossen, denke ich mal. Weil jetzt hier keine Gang erwartet, oder keine Gang was gegen uns hat oder so. Oh, guck mal.